Willkommen zum dritten Teil, in dem wir uns anschauen werden, wie Archimedes einige Inhaltsprobleme mit Exhaustion und der doppelten Reductio ad absurdum in den Griff bekommen hat. Und anschließend schauen wir dann noch kurz zu Apollonius und den Kegelschnitten, welche in engen Zusammenhang mit diesen Flächenanlegungen der geometrischen Algebra des Euklid stehen. Zu Archimedes Zeit war bereits bekannt, dass für alle Kreise das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser gleich ist. Diese Proportion im Sinne von Eudoxos wollen wir mal C nennen. Es war ebenso bekannt, dass für alle Kreise das Verhältnis von Kreisfläche zu Radius immer gleich ist. Wir nennen diese Proportion jetzt mal D. Diesen Satz haben wir übrigens beim letzten Mal schon bei der Quadratur der Möhnchen verwendet. Was aber eben noch unbekannt war bis Archimedes, war, dass diese beiden Proportionen C und D dieselbe Größe darstellen. Wie wir heute wissen, eine irrationale Größe, nämlich Pi, die dann auch die Quadratur unmöglich macht. Von Archimedes stammt nun ebenso die Erkenntnis der Gleichheit der beiden Proportionen wie die Angabe eines Verfahrens, um immer bessere Näherungswerte für Pi zu finden. Das Näherungsverfahren selbst lasse ich heute mal außen vor. Das macht man heute eigentlich noch genauso. Und ich setze einfach mal voraus, dass Sie das entweder aus der Schule kennen oder dann aus der VU Elementargeometrie kennen oder dort noch kennenlernen werden. Wir schauen uns einfach nur an, wie mein 2 Jahre jüngeres Ich den Beweis von Archimedes nachvollzieht, dass eben diese beiden Proportionen C und D dieselben sein müssen. So, wir brauchen da ein paar Voraussetzungen, zum Beispiel diesen Satz hier, die Fläche P eines regulären N-Ecks ist immer 1/2 mal Höhe mal Umfang, wobei Höhe ist sozusagen sowas wie der Radius von dem Polygon. Und da unten ist das gezeigt, natürlich in moderner Schreibweise, Summenzeichen haben die nicht gehabt, was man sich überlegen kann, man nimmt jeweils diese Dreiecke, wo eine dieser Seiten des regulären N-Ecks B, also die Grundseite ist, und deren Höhe, dann ist das natürlich 1/2 mal Höhe mal Grundseite, Dreiecksformel, davon habe ich n Stück, so, und n mal diese Seite B ist aber ja genau der Umfang. Die Seiten zusammen addiert ergeben den Umfang. Also ist das wohl richtig, was da steht. So, das brauchen wir nachher. So, jetzt kommt die berühmte Proposition 1 aus dem Büchlein Kreismessung. Die Fläche eines jeden Kreises entspricht einem rechtwinkligen Dreieck, bei dem eine der Seiten um den rechten Winkel gleich dem Radius um die andere gleich dem und die andere gleich dem Umfang des Kreises ist. Also in unserer Sprache, die beiden Katheten sind einerseits der Radius und andererseits der Umfang des Kreises. Und weil das ein englisches Buch ist, aus dem das stammt, steht da C und nicht U. Circumference oder wie das heißt. Ja. So, das will er jetzt zeigen. Und das macht er durch diese doppelte Reductio ad absurdum. Er sagt jetzt, ich tue mal so, als wäre die Dreiecksfläche kleiner als die Kreisfläche und führe das zu einem Widerspruch. Und dann sagt er, ich tue mal so, als wäre diese Dreiecksfläche größer als die von dem Kreis. Auch wieder, das hier ist kein Widerspruch gegen die Nicht-Quadrierbarkeit des Kreises, weil der Witzbold hat uns ja gar nicht gesagt, woher er weiß, wie lang der Umfang ist, den er da als eine Seitenlänge nimmt. Also die müsste man ja erstmal irgendwie rausbekommen. Und das schafft man mit Zirkel und Lineal gar nicht. Aber man kann dann zeigen, wenn man so ein Dreieck konstruieren könnte, dann hätte es tatsächlich denselben Flächeninhalt. Ja, ist halt, man merkt, die mochten das hypothetische Denken in der Antike. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie macht er das? Naja, der macht das so, also um schon mal die Beweisidee einfach vorab zu haben. Die Kreisfläche, die Dreiecksfläche. Ich sage jetzt, die Dreiecksfläche ist kleiner. Andererseits wusste der aber schon, ich kann da ja regelmäßige N-Ecke reinschreiben. Und der macht das jetzt so, der sagt einfach, ich finde so ein regelmäßiges N-Eck, das ist zwar größer als das Dreieck, aber notwendig immer noch kleiner als der Kreis. Und dann habe ich einen Widerspruch. Und dann macht er dasselbe. Ich nehme an, das Dreieck ist größer als der Kreis. Dann sagt er, nein, ich finde zwischen Kreis und dem Dreieck aber immer noch ein unbeschriebenes N-Eck, was genau dazwischen passt.
und führt das dann auch zum Widerspruch. Das ist die Beweisidee. Deswegen brauchen wir da den Satz mit dem Polygon und der Höhe. Das werden wir gleich sehen. So, weil ich faul war und den, ja, was heißt faul? Und den komplett auf die Folie geschrieben habe. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Also Bildchen bleibt noch mal oben. Wir nehmen mal an, die Kreisfläche A ist größer als die Fläche des Dreiecks. So, dann ist also A minus T positiv, echt positiv. Der Unterschied zwischen Kreisfläche und Dreiecksfläche. So. Jetzt wusste er, jedem Kreis kann ein regelmäßiges N-Eck einbeschrieben, für dessen Flächeninhalt gilt, dass Kreisfläche minus diese Polygonfläche, der Unterschied ist kleiner als Kreisfläche minus die Fläche von dem Dreieck. Warum gilt das? Also er sagt, ich kann ein Polygon finden, das dem Kreis ähnlicher ist als dieses Dreieck. Vom Flächeninhalt her, dass da näher dran ist. Warum geht das? Weil er zeigen konnte, ich komme der Kreisfläche beliebig nahe. Das macht man dadurch, dass man einfach zeigt, hier bleibt ja eine Restfläche immer so zwischen dem Polygon und dem Kreis. Und man zeigt jetzt, wenn ich den nächsten Schritt mache, dass ich mehr als die Hälfte wegnehme. Wenn ich mehr als die Hälfte wegnehme, dann komme ich unter jede Grenze. Das ist klar, weil das wird dann immer mehr als die Hälfte weggenommen von dem Rest, also wird das kleiner als jede Grenze. Das ist eine Argumentation, die Sie wahrscheinlich auch in der Analysis öfter mal benutzt haben. So. Und dadurch konnte er sagen, naja, wenn das jetzt echt kleiner ist, also das hat einen positiven Abstand, die Dreiecksfläche zu der Kreisfläche, da passt da aber immer noch eins zwischen. So, und jetzt wird ein bisschen gerechnet, dann kriegt er da raus, aha, dann wäre das ja wohl so, dass das Dreieck kleiner ist, das Dreieck eine kleinere Fläche hat als das Polygon. So, und jetzt zeigt er, das kann aber wegen der ganzen Formeln gar nicht stimmen, sagt er jetzt, weil für dieses N-Eck ist das ja wohl sicher so, dass die Höhe kleiner ist als der Radius von dem Kreis. Also man kann da nicht ein Polygon einschreiben, wo das H hier länger wird als der Radius. Da fehlt immer noch so ein Stück. So, und außerdem ist auch, wenn das ein einbeschriebenes Polygon ist, der Umfang immer kleiner als der Kreisumfang. Das kann man auch zeigen. So, also jetzt habe ich also, das H ist kleiner und das U ist kleiner. Also kann ich das ersetzen. Dann steht da also ein halb mal H mal UP, was die Fläche von dem Polygon ist. Das hatten wir uns gerade angesehen. Ein halb mal Umfang mal Höhe ist die Fläche von dem Polygon. Und jetzt sagt er, ah, das H ist kleiner als das R, also ein halb mal R darf ich schreiben. Und außerdem ist auch noch sogar das UP kleiner als das UK, also kann ich auch das UP ersetzen durch UK. Jetzt steht da ein halb mal R mal UK. Ja, aber ein halb mal R mal UK, das ist ja gerade das hier oben. Ne? Also hier, diese Länge hier ist ja der Umfang vom Kreis und das R ist das und ein halb ist die Fläche von dem Dreieck. Also steht hier in Summe, die Polygonfläche ist aufgrund der Formeln kleiner als die Dreiecksfläche. Hier oben hatte ich aber gerade gezeigt, die Dreiecksfläche ist kleiner als die Polygonfläche. So, zack, Widerspruch. Das ist die erste Reduktio ad absurdum. Das Argument lässt sich nicht halten. Das Dreieck, was als eine Seite den Radius und als andere Seite den Umfang hat, kann gar nicht kleiner sein als die Polygonfläche. So, und das beschleunige ich jetzt mal etwas. Umgekehrt funktioniert das genau so. Also ist genau dasselbe Argument, nur mit etwas anderen Zahlen. Jetzt sage ich, ich kann jedem Kreis ein Polygon umschreiben, sodass die Polygonfläche größer ist als die Kreisfläche. Und damit aber immer noch näher an der Kreisfläche als dieser Unterschied, den ich angenommen habe, von Dreiecksfläche zu Kreisfläche. So, und jetzt mache ich da wieder denselben Spaß, nur mit anderen Voraussetzungen. In diesem Fall weiß ich, bei umschriebenen Polygonen ist der Radius genau die Höhe von diesem Polygon. Und dann weiß ich wieder, da ist jetzt der Polygonumfang größer als der Kreisumfang. Also kann ich da das genau um... Moment, da ist noch irgendwas falsch. Das hier... Na doch nicht, das ist auch richtig. Der Umfang, klar, der Umfang ist größer, wenn es umschrieben ist. Na. So, und da kommt daraus, P ist größer als T. So, jetzt habe ich da einen Widerspruch. Also die Polygonfläche kann auch nicht hinhauen.
So, und insgesamt habe ich jetzt gezeigt, dass einerseits die Annahme a minus t ist größer 0, also die Dreiecksfläche ist größer als die Kreisfläche, das führt auf einen Widerspruch. Und die Annahme, die Dreiecksfläche ist kleiner als die Kreisfläche, führt auch auf einen Widerspruch. Und damit habe ich dann, es bleibt nur übrig, der Unterschied zwischen beiden ist 0, also die Kreisfläche ist genau die Dreiecksfläche. Und das nennt man Beweis, doppelten Widerspruchsbeweis. Also Quadratur der Parabel, das machen wir jetzt nicht ganz so ausführlich wie die Kreismessung, weil es auch sehr ähnlich funktioniert. Das ist natürlich interessant, weil das so eine nicht ganz triviale Kurve ist und dass man das da schaffen kann, eine Quadratur zu zeigen, ist ja interessant. Allerdings ist das auch hier keine Quadratur mit Zirkel und Lineal natürlich. Das ist nur wieder was, wo man sagen kann, ich weiß dann nachher, was die Fläche ist. Wir können uns das jetzt auch immer so, es ist eigentlich nicht die ganze Parabel logischerweise, weil die wäre ja offen. Das ist ein Parabelsegment und man kann das auch immer so denken, dass man sagt, wenn einen die Variablen stören, man nimmt diese minus x-Quadrat-Parabel und die dann um 1 verschoben nach oben. Und jetzt guckt man sich das an in diesem Quadrat. Also das k wäre sozusagen minus 1, 1. Das c ist 0, 1. Das i ist 1, 1 und so weiter. Also das ist quasi dieses Quadrat, was oberhalb der x-Achse direkt liegt, das minus 1 Quadrat und das plus 1 Quadrat. Dieses Stück der Parabel guckt man sich eigentlich an. Also so habe ich zumindest auch das Bild gemalt. So. Und wenn man sich das jetzt überlegt, okay, dann ist natürlich unten dieses Dreieck zum Beispiel ist genau ein halb. Ein halb links und ein halb rechts, also 1 groß. Wir machen jetzt dann eine Intervallhalbierung. H und F haben also als x-Wert minus 0,5 und G und E als x-Wert plus 0,5. Und hier kann man jetzt zeigen, dass aufgrund der Eigenschaften der Parabel die beiden über den Seiten des gelben Dreiecks hinzugefügten roten Dreiecke zusammen genau ein Viertel der Fläche haben wie das gelbe Dreieck. Um das zu zeigen, wechseln wir noch einmal an die schwarz-weiße virtuelle Tafel. So, also, wie funktioniert das mit dem Flächeninhalt? Für den Flächeninhalt ist diese Linie hier nicht so hilfreich, weil da brauchen wir ja die Höhe von diesem Dreieck AHC. Und um die Höhe zu finden, nehmen wir diese Gerade hier. Diese Gerade ist y ist gleich minus x plus 0,25, die sich hier ergibt. So. Und die schneiden wir einfach mit der Gerade, auf der die Seite AC liegt, das ist y gleich x plus 1. Also schreibe ich das mal hin. AF ist Mittpunkt von y ist gleich minus x plus 0,25 und y ist gleich x plus 1. Das ist ja wunderbar. Da werde ich einfach mal die beiden Gleichungen addieren. Komme ich auf 2y ist gleich 1,25. Das dürfte gleichbedeutend sein mit y ist gleich 0,625. Wenn ich das zum Beispiel in y ist gleich x plus 1 einsetze, folgt daraus unmittelbar, dass x gleich minus 0,375 ist. Und da sehen Sie, ist vielleicht etwas klein, hf minus 0,375, 0,625. 375, 0,625. Wunderbar, das haben wir hier bestätigt, dass unser Punkt AF minus 0,65 ist. So, jetzt müssen wir den Flächeninhalt rauskriegen. Dafür brauchen wir ja diese Länge hier. Das mache ich jetzt mal etwas griechisch und schreibe das einfach mal auf als Betrag HHF. Ja, und jetzt mache ich das quasi wie mit Vektorrechnung. Also das ist der Betrag minus 0,5 plus 0,375 0,75 minus 0,625. Wo habe ich die Werte her? H ist minus 0,5. Spitze minus Schaft ist der HF, ist minus 0,375 minus 0,625. So, jetzt wissen Sie hoffentlich noch, dass man da die Wurzel hinschreibt. Minus 0,5 plus 0,375 ist also minus 0,125.
in Klammern zum Quadrat plus 0,125 kommt auch hier raus. 0,675 minus 0,625, 0,125 zum Quadrat. Ah, das ist super, weil dann lassen wir das mal mit Wurzel stehen. Da kann ich also einfach eine 2 rausheben und dann steht da 0,125 zum Quadrat drunter und daraus kann man die Wurzel ziehen. Also ist das einfach Wurzel 2 mal 0,125. So, und jetzt die andere Seite, die Grundseite. Hier ist die Länge 1, da ist die Länge 1, dann ist das die Wurzel 2. Oder wenn Sie mir es nicht glauben, dann können Sie auch wieder schreiben, AF-Betrag, machen wir hier noch so ein Streckenzeichen drüber, ist dasselbe wie Wurzel aus 1 Quadrat plus 1 Quadrat und das ist Wurzel 2. Und dann ist aber die Fläche von diesem Dreieck AAC, oh, jetzt habe ich, glaube ich, genau falsch rum benannt, ACH wäre besser, ACH, davon die Fläche ist ja jetzt auf jeden Fall mal was durch halb und dann Grundseite, die Grundseite ist Wurzel 2 mal die Höhe ist mal Wurzel 2 mal 0,125. Das ergibt sich gut, weil da steht also 2 mal 0,125 geteilt durch 2. Also ist die Fläche von dem einen von diesen Dreiecken 0,125, das ist aber ein Achtel und von dem anderen dann natürlich auch. Und wenn Sie jetzt mal scharf nachdenken, ein Achtel plus ein Achtel ist gleich ein Viertel und die Fläche des großen Dreiecks ist ja 2 mal 1 halbe, also gleich 1. Also stimmt das, die kleinen Dreiecke hier zusammen ergeben ein Viertel, das große Dreieck ergibt 1, also ist das genau ein Viertel von dem großen. Und wenn man nun wieder das Intervall halbiert, nochmal, dann entstehen die schon sehr dicht an der Parabel liegenden blauen Dreiecke, die wiederum ein Viertel der Fläche der roten Dreiecke haben. Wir haben also im Grunde wieder eine geometrische Reihe vor uns, nämlich diesmal mit dem Quotienten ein Viertel. Und weil die immer so weitergeht, sind wir dann jetzt geneigt zu sagen, die Differenz zwischen Polygon und Parabelfläche wird beliebig klein. Und Sie könnten heute über den Grenzwert der geometrischen Reihe auch leicht nachweisen, dass als Ergebnis dafür diese Fläche 4/3 herauskommen muss. Aber wir wollen uns jetzt anschauen, wie der Archimedes das nachgewiesen hat. Der macht das nämlich ganz clever. Der sagt, ich nehme mal nicht die unendliche Reihe, sondern ich nehme einen endlichen Ausschnitt. Sagt, bilden A, B, C, D, E, Punkt, 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 X eine endliche geometrische Reihe mit dem Quotienten ein Viertel. Also A, B, A ist das erste Folgenglied, B ist das zweite Folgenglied, B ist genau ein Viertel von A, C ist genau ein Viertel von B, D ist genau ein Viertel von A. Dann ist die Summe vermehrt um ein Drittel des letzten Gliedes gleich 4/3 des ersten Gliedes. Das ist jetzt der Satz, den er beweist. Natürlich schreibt er nicht geometrische Reihe und Glied und so, das ist jetzt quasi schon modernisiert. So, diesen Satz beweist er jetzt, um nachher herauszukriegen, was eigentlich die geometrische Reihensumme ist. So, jetzt sagt er also, ich nehme jetzt also B und gebe B noch ein Drittel dazu. Dann kommt dabei 4b³ raus. So, 4b³, da B genau ein Viertel von A ist, ist 4 mal B ja dann A, also ist das gleich a³. Können wir auch nochmal andersrum rechnen. A ist gleich 4 mal B, also ist a³ gleich 4 mal b³ oder auch gleich B plus b³. Und das geht in jeder Zeile, bis zur Zeile x. Kann ich immer so schreiben, also weil das b hier ist das Vierfache von dem c, dann kann ich das also als 4c³ schreiben, also als c plus c³. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird alles aufsummiert, links und rechts, und so ein bisschen sortiert. Jetzt hat man links ja stehen b plus c plus d plus x und dann noch die ganzen Drittel. b³, c³, d³, e³, x³. Und auf der anderen Seite hat man einfach stehen a³ plus b³ plus c³, c³, also a plus b plus c plus e plus
x, bis auf das x nicht mehr, das letzte Glied natürlich nicht, e Drittel, da ist Feierabend. Jetzt sagt er, subtrahier mal auf beiden Seiten b plus c plus e plus Drittel. Dann bleibt auf der einen Seite noch stehen a plus b plus c plus e plus x und das x Drittel. Und auf der anderen Seite bleibt stehen 4a Drittel, wenn ich noch ein a auf beiden Seiten dazu addiere. Also eigentlich erst steht hier, wenn Sie das einfach nur subtrahieren, steht hier b plus c plus e plus, plus x Drittel. Und auf der anderen Seite steht das a Drittel. Das bleibt übrig, weil b plus c plus e Drittel habe ich ja abgezogen. Und jetzt addiere ich auf beiden Seiten noch ein a, dann steht hier a plus b plus c plus, Punkt, 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 plus e plus x Drittel ist gleich 4a Drittel. Für jede endliche Reihe, die man findet, ist also das Ergebnis noch um das letzte Glied geteilt durch 3 kleiner als 4 mal a durch 3. Also wenn Sie sagen, Sie machen die Reihe nur bis 1000, dann fehlen Ihnen noch genau nicht 1000 Drittel, so dürfen Sie es jetzt nicht denken, weil das erste Glied ist, ne, das wird ja immer ein Viertel davon, also kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber es ist immer also wenn Sie jetzt sagen, Sie, doch, ich kann Ihnen sagen, was das ist, wenn Sie gehen bis 1000, dann haben Sie nicht stehen, dann hätten Sie ja da stehen, das erste Glied ist ein Viertel, das tausendste Glied ist 1 durch 4 hoch 1000. Ne? 1 durch 4 hoch 1000 mal ein Drittel würde Ihnen dann noch fehlen an 4 mal 1 durch 3 ist 4 Drittel. Also das erste Glied ist eigentlich 4 hoch 0 unten, also steht beim letzten Glied bei x nur 1 durch 4 hoch 999, wenn man sehr streng ist. Also, so muss man es eigentlich sagen. Das fehlt immer noch. Und jetzt macht er wieder eine doppelte Reduktion ad absurdum und sagt, aha, das heißt jetzt, wenn die Reihe nicht endlich ist, also dass ich das nicht bis 1000 mache, sondern ich mache das beliebig lange, dann werde ich beliebig nah an dieses 4a 3 rankommen. Also es gibt dann immer eine endliche Summe, die dem näher kommt. Also es kann weder sein, dass diese Summe, die da steht, die endliche Summe, kleiner bleiben muss als das 4a hoch 3, noch kann das sein, dass die das übertrifft an irgendeinem Punkt. Und damit ist gezeigt, wenn die Reihe beliebig lang gemacht werden kann, dann muss sie den Wert 4 mal a Drittel annehmen. Und wenn Sie nachgucken, wenn Sie jetzt wirklich sagen, Sie haben unter der Parabel mit 1 geguckt, dann kommt da auch genau 4 Drittel raus. Also 1 plus 1 Viertel plus und so weiter. Und da haben Sie auch mal wahrscheinlich irgendwie so eine Q, wie ist nochmal die Formel, wie so 1 minus Q durch irgendwas, ne? Für die geometrische Reihe. Ich weiß sie auch nie auswendig. Das ist die genau. Und die ist hier im Prinzip mit bewiesen. Das müsste man ja nicht unbedingt mit einem Drittel machen. Das könnten Sie ja mit einer beliebigen Zahl unter dem Nenner machen. Dann steht hier halt nicht x Drittel, sondern steht x durch die Zahl, die Sie sich da ausgedacht haben. Wobei das, ne, wenn Sie hier Viertel nehmen, steht hier ja nicht die 4, sondern steht die 3. Also da muss man noch ein bisschen überlegen, was die passende Zahl ist. Das ist halt dieses Q minus 1 dann. Gut, die Konika. Auf der Seite sehen Sie so eine Abschrift der Konika aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, die in einer der Bibliotheken der Universität of Oxford aufbewahrt wird. Bei den Konika ist das so, da gibt es, die ersten 4 Bücher sind sogar auf Griechisch überliefert, die nächsten 3 auf Arabisch und das letzte Buch gibt es gar nicht mehr. Auch bei den Konika ist das so, dass es einen Kommentar sowohl von dieser Hypatia gibt, als auch von deren Vater. Aber da man davon ausgeht, dass tatsächlich diese Kommentare oder überarbeiteten Versionen von der Hypatia komplett verloren gegangen sind und die Abschriften, die man da hat, dann eher Urkonika sind oder andere Kommentare. Ja, was ist da quasi neu mit, oder erstmal vielleicht zum Apollonius, da sagt hier der Wussing, der hat auch in Alexandria studiert, an dieser großen Akademie da, an diesem Musentempel, und gehört zu den bedeutendsten Mathematikern und Astronomen der Antike, steht aber immer so ein bisschen im Schatten von dem Archimedes. Das ist so wie mit dem Salieri und dem Mozart. Da haben Sie ja vielleicht mal den Film gesehen, Amadeus, wo das sehr schön, sehr, sehr empfehlenswerter Film,
wo das irgendwie sehr schön rauskommt. Und so ähnlich könnte man auch einen Film mit Archimedes und Apollonius machen. Neu ist für den, dass er erstmals einheitlich die Kegelschnitte als Schnitt durch so einen Doppelkegel gemacht hat. Was man, vorher war das so, da war der eine Schnitt war durch einen schiefen Kegel, der andere war durch einen geraden Kegel und so weiter. Also es war jeder Kegelschnitt anders definiert. Und der hat dann aber gesagt, ach, guck mal, ich kriege ja die Parabel, die Ellipse und die Hyperbel alle in denselben Kegel rein, wenn ich so einen Doppelkegel nehme. So, und natürlich gibt es auch noch Kreise und Punkte und zwei Graden, aber das bringt Ihnen alles der Herr Kade uns bei. So, da müssen wir heute nicht drüber reden. Auch die Bezeichnungen Ellipse, Hyperbel und Parabel gehen auf dieses Buch Konica zurück. Und woher die stammen, schauen wir uns auch gleich noch an. Und dann, Wussing weist auch darauf hin, dass das irgendwie eine mächtige Leistung ist, habe ich vorhin schon gesagt, ohne Formelsprache und ohne Koordinaten die ganzen Sachen dazu machen, führt aber auch dazu, dass das für einen modernen Leser fast unverständlich ist. Und wir lesen jetzt auch nicht irgendwie Originaldings dann und auch nicht übersetzte Originalpassagen aus dem Buch raus, sondern schauen uns da was an, wo jemand das für ein Schulbuch aufbereitet hat. Da ist es dann hoffentlich soweit verständlich. Ja, aber es war im Prinzip so das ganze elementargeometrische Wissen über Kegelschnitte drin, deren Achsen, Asymptoten, Tangenten, Mittelpunkte, Brennpunkte, Polare, Pole, alles da, ist alles in dem Buch schon drin. Viel mehr, als Sie heute in der Oberstufe unterrichten, wobei Sie das ja eh nicht mehr unterrichten, weil es nicht in der Zentralmatura vorkommt. So, aber es steht zumindest noch im Lehrplan. Ja, warum haben die sich eigentlich so für die Kegelschnitte interessiert? Ein Zusammenhang, den man dann festgestellt hat, ist, dass man diese Kurven auch benutzen kann, um das Problem der Würfelverdopplung zu lösen. Das Problem der Würfelverdopplung ist eines dieser drei klassischen Probleme der Antike, wo bei allen dreien dann rausgekommen ist, naja, die sind halt unlösbar und angeblich hat das Orakel in Delphi, ja, den Griechen, die diese Fragen gestellt. Auf jeden Fall sind die so ein bisschen mystisch, religiös aufgeladen. Und auch bei dem Problem der Verdopplung des Würfels kann man halt zeigen, dass die Lösung mit Zirkel und Lineal nicht gelingen kann. Verdopplung des Würfels meint ja, also ich habe hier einen Würfel. Jetzt suche ich einen, der vom Volumen genau das Doppelte hat. So, und wenn Sie sagen, der eine Würfel hat das Volumen a hoch 3, dann soll der zweite jetzt das Volumen 2 mal a hoch 3 haben. Also das soll quasi unser b sein. Und jetzt für Sie ist das natürlich eine einfache Übung. Sie sagen dann, naja, dritte Wurzel aus 2 mal a sollte, also das b hoch 3 soll 2 mal a hoch 3 sein. Dann brauchen Sie dritte Wurzel aus 2 mal a ist gleich b. So, und jetzt hat man, aber das ist deutlich später, im Grunde genommen, ja, ich glaube, das hängt auch mit der Galois-Theorie zusammen. Dreiteilung des Winkels, jetzt fällt mir auch wieder ein, was das dritte klassische Problem ist. Die Dreiteilung des Winkels, die auch nicht mit Zirkel und Lineal funktioniert. Die Frage ist, warum funktioniert das nicht? Das Problem ist, dass sich nicht alle Wurzeln nur mit Zirkel und Lineal als Längen konstruieren lassen. Bei gewissen Wurzeln ist das offensichtlich sehr einfach. Also wenn wir jetzt sagen würden, die Quadratwurzel, das ist... Oh, heute... Ist wirklich ganz lustig, ist eh nur Frau Schneider. So, kann nicht so wichtig sein. So, jetzt schon wieder was er rausschneiden muss. So, wenn Sie jetzt sagen, hier ist meinetwegen 1 und hier ist 1, dann ist natürlich nach Satz des Pythagoras diese Länge Wurzel 3. Das kann man also mit Zirkel und Lineal konstruieren. Weil Sie können Quadrat mit Seitenlänge 1 konstruieren und Sie können dann die Diagonale reinzeichnen, ist kein Problem. Und jetzt kann man auch so weitermachen. Jetzt kann ich ja hingehen und kann sagen, jetzt nur so aufpassen, dass ich es nicht falsch mache. Ich zeichne hier wieder die Länge 1 ran. Ja, also so hier in 90 Grad Winkel da wieder die Länge 1 ran. Und ich frage mich jetzt, wie lang wird das hier eigentlich? Dann habe ich natürlich mit Satz des Pythagoras Wurzel 2 Quadrat plus 1 Quadrat ist also 3 Quadrat, also ist das genau Wurzel 3. Und das kann ich jetzt so weitermachen, dann habe ich quasi die Wurzelspirale. Das heißt, so Wurzel ziehen,
aus ganzen Zahlen ist kein Problem. Und es, man kann dann auch zeigen, dass es im Grunde genommen, es gibt noch eine andere Möglichkeit des grafischen Wurzelziehens. Das haben wir auch schon gesehen. Das hängt zusammen mit dem, hier mit dem Höhensatz, ne, dass man hier 1 dran schreibt und hier sagt B. Und dann macht man hier, hängt man die 1 auch wieder dran, dann zeichnet man einen Kreis darüber und dann malt man da, ne, muss natürlich richtig machen, so hier das rechtwinklige Dreieck rein. Und dann weiß man, dass dieses H-Quadrat ist ja gleich 1 mal B. So, und dann, und wenn man jetzt diese Länge B ist, meinetwegen das für die gesuchte Wurzel, dann kriegt man so immer die Wurzeln konstruiert. Und weil die Höhe ist dann hier genau die Wurzel aus dem hier, was hier unten sitzt. Also wenn hier zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte das 2,5 lang gemacht, dann würde da ja stehen, H Quadrat ist gleich 1 mal 2,5. Also ist die Wurzel aus 2,5 ist genau die Höhe in diesem Quadrat, einfach aufgrund des Höhensatzes. So kann man aus jeder Länge die Quadratwurzel ziehen. Und jetzt könnte ich natürlich auch hingehen und lege die Wurzel da wieder hin. Leg einfach die, meinetwegen, ich mache hier eine Länge hin. Die ist schon irgendeine Wurzel, Wurzel aus 2. Und jetzt mache ich das wieder so. Ich male hier wieder 1 dran und mache den Spaß nochmal. Dann komme ich auch auf die 4. Wurzel. Und 8. Wurzel und so weiter geht dann auch. Also die Zahlen sind alle konstruierbar. Wenn man Algebra macht, nennt man die quadratischen Zahlkörpererweiterungen. Man fängt an mit den rationalen Zahlen und die erste quadratische Zahlkörpererweiterung ist die, wo die ganzen Quadratwurzeln drin liegen. Die zweite ist dann, wo alle 4. Wurzeln drin liegen. Die kann man alle mit Zirkel und Lineal konstruieren. Aber die 3., 5., 7. und so kriegt man tatsächlich nicht hin, in endlich vielen Schritten mit Zirkel und Lineal zu konstruieren. So, und jetzt kann man halt versuchen, aber das ist dann quasi eigentlich im engeren Sinne nicht mehr konstruierbar, andere Instrumente herzunehmen, um das vielleicht doch in endlich vielen Schritten zu sagen, da müsste, wenn das exakt konstruiert worden ist, eigentlich die 3. Wurzel aus 2 liegen. Und die Idee, die dann schon dieser Menaichmos, glaube ich, hatte, ist, naja, ich weiß eigentlich, wie Parabeln und Hyperbeln und so weiter konstruiert werden. Da gibt es Vorschriften für, wie man punktweise diese konstruieren kann. Und wenn ich als Schnitte dieser Kegelschnittlinien das erhalte, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit der Lösung. Und das ist das, was hier auch auf den Folien drauf ist. Zunächst mal, das geht noch um einen kleinen Umweg. Gegeben sei die Strecke der Länge a zu konstruieren, ist eine Strecke der Länge y so, dass y hoch 3 gleich 2a hoch 3, beziehungsweise in unserer Sprache y gleich 3. Wurzel aus 2a, das Würfelverdopplungsproblem. Und das hängt zusammen mit dem schon von Hippokrates von Chios formulierten Problem, finde die mittlere Proportionale. So, also da ist also eine Proportionsgleichung gegeben, a zu y soll sich verhalten wie y zu x, wie x zu 2a. Und wenn man das löst, dann stehen y und a auch wieder in diesem Verhältnis y hoch 3 ist gleich 2a hoch 3. Das ist da oben einfach ein bisschen rummultiplizieren. Das können Sie mal zu Hause in einer stillen Minute machen. Dann kriegen Sie die Gleichung da unten raus. Das heißt, dieses y, was da in der mittleren Proportionale steht, hätte auch wieder so einen Faktor 3. Wurzel aus 2 davor. Könnte man also auch nicht mit Zirkel und Lineal diese mittlere Proportionale bestimmen. Aber man kann das lösen durch den Schnitt von Parabeln beziehungsweise Parabeln und Hyperbeln. Ja, und das ist hier in dem Bild eingezeichnet. Also wenn Sie hier zum Beispiel mal in dem Bild sehen, ist hier die Parabel y² gleich a hoch x. Und das hier, das ist dieses, ja, ich kann keine griechischen Buchstaben, was so ähnlich aussieht wie ein N. Das ist halt die Hyperbel x mal y ist gleich 2a². Und jetzt kann man sagen, aha, da gibt es einen Schnittpunkt von diesen beiden Figuren. Und wenn man das auflöst, kommt daraus, dass der die in unseren Worten x-Koordinate a ist gleich 3. Wurzel aus 4 hat und b ist gleich a mal 3. Wurzel aus 2. Also da würde man genauso ein Verhältnis finden. Und man kann teilweise auch noch andere Figuren schneiden. Also die Kegelschnitte waren auch mit dem Problem verbunden. Hier sehen Sie,
die Aufgabe, ein Rechteck mit Zirkel und Lineal in ein flächengleiches Quadrat verwandeln. Die hatten wir gerade schon, als wir... Apollonius unterscheidet drei Fälle. Wir sagen mal, das rote Rechteck 0abc soll in ein flächengleiches Quadrat, dieses y-Quadrat, verwandelt werden. Dazu setzen wir den Zirkel in 0 ein und erhalten durch Abschlagen der Länge 2p auf der negativen ersten Achse den Punkt D. Also ich gehe hier nochmal rüber und mache mir da ein D hin. Über der Strecke DC, also hier bis zu der anderen Ecke rüber, mache ich mir wieder einen Thaliskreis. Und jetzt, wo sich das hier schneidet, ja, das trage ich dann hier so rüber und da male ich mal das y-Quadrat. Und jetzt ist das wieder eigentlich, das sieht man hier ein bisschen blöd, jetzt müsste ich eigentlich hier wieder das Dreieck reinmalen, dann würde ich wieder sehen, aha, hier habe ich den einen Hypotenusenabschnitt, hier habe ich den anderen Hypotenusenabschnitt, hier habe ich die Höhe, also ist das hier wieder h² ist gleich 2p mal x. Also y² ist gleich 2px ist hier mit gelöst. Dieser Fall heißt Parabel, von griechisch Parabellein, gleichkommen. Das Rechteck kommt dem Quadrat gleich. Und natürlich habe ich auch hier keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen zu zeigen, wo man da jetzt die klassische Parabel sieht, weil die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Die sehen wir aber gleich. Nämlich dann, wenn ich mal hier, achten Sie mal darauf, wie sich der hier oben bewegt. Moment, doch. Ui. Jetzt kann ich nichts bewegen. Okay, dann machen wir es mit Ortslinie. Weil ich das Werkzeug ausgeblendet habe. Das war unclever. Ich habe das Werkzeug ausgeblendet, das man benutzt, um das rüberzuziehen. Ich müsste die Datei jetzt lokal öffnen. So, das ist ja blöd. Moment, das mache ich auch gerade eben. Öffnen mit App. So, also sieht man jetzt hier unten, jetzt sehen Sie auch schön, die Flächen bleiben da immer gleich. Die Konstruktion könnte ich da immer durchführen. Und alle Punkte, auf denen die sich bewegen, bilden halt da diesen Parabelbogen. Ja. Und genauso ist das bei den anderen Kegelschnitten im Grunde genommen auch. Hier für die Ellipse, woher kommt der Name Ellipse? Man macht das genauso mit diesem 2p, aber jetzt zieht man da so ein kleines Stück von ab und schlägt dann jetzt davon hier hoch und macht darüber den Thaliskreis. Dadurch hat man dann etwas, wo die Fläche y² gleich 2p minus dieses Reststück u ist, mal x. Oder man schreibt das so hin. Und das ergibt dann eben eine Ellipse. Und Ellipsein oder Ellipein heißt ermangeln. Und dann gibt es das auch noch mal. Und dann gibt es das auch noch mal für die Hyperbel. Da hängt man halt unten so ein kleines Stück u ran. Hyperbelein übertreffen. Für die Hyperbel gibt es dann jetzt ausnahmsweise mal kein eigenes Applet. Da können Sie sich ja gerne einmal in GeoGebra selbst versuchen. Wir sind damit am Ende der Lektion angelangt. Ich sage Servus, Baba und auf Wiedersehen beim nächsten Mal.